Also heute geht's los, heute zeige ich euch mal mein neues Flammlachsbrett. Was mir da allzu eingefallen ist, habe es natürlich nicht geschafft zu Weihnachten fertig zu kriegen, aber das Dumme ist, meine Kamera ist kaputt gegangen. So, deswegen muss ich jetzt auf so eine Notlösung zurückgreifen. Ich weiß noch nicht, wie die Qualität ist, aber wir schauen mal. Okay, bis dann. Seht, ein richtig schönes Spatenbrett. Die Rinde, die musste leider ab, weil die war schon so weit angetrocknet, dass sie von alleine ab ist. Und das Brett, das hat mir so gut gefallen, da habe ich gedacht, Mensch, daraus musst du irgendwas machen. Und wie ihr seht, hier unten auch die Halterungen, die sind im Prinzip dafür gemacht für meinen Grill. Man kann die auch anders noch gestalten, wie man gerne möchte. Das sind eigentlich nur Rohre, in der Mitte aufgetrennt oder zusammengefriemelt, so dass ich sie passend für das Brett habe. Der Haltebereich von dem Spatenbrett ist im Prinzip nichts anderes als ein altes Kaninchengitter, was ich zurechtgeflext habe. So, hier oben die Halterung, und wenn man das jetzt abnimmt, dann kann man das reinnehmen. Das Lachsfilet wird dann darauf positioniert und geht da ran, hier oben befestigt. Und schon ist es im Prinzip fest und fertig, um mit Feuer am Feuer durchgegart zu werden. Wer noch mehr darüber wissen möchte, kann auch gerne mal gucken bei jailhousecooking.de. Das ist Thorsten. Thorsten hat schon so einiges mit Flammlachs gemacht und hat mich eigentlich inspiriert, da auch mal was zu machen. Hier nochmal ein Blick auf die Halterung, wo das Brett alles drin sitzt. Aber ich baue das nachher nochmal auf und dann könnt ihr das nochmal genauer sehen. Ihr seht, je nach Halterung, also hier ist es an meinem Grill festgemacht, einfach nur angesteckt. Also ich habe Schlitze in die Rohre rein, hier Schlitze reingeflext, hier oben einfach platt gekloppt, ne? Hier an die Halterung angeschraubt, aufgesteckt. Und hier kann ich im Prinzip jetzt, so wie das Feuer angelegt ist, den Lachs im Prinzip, die Flammlachsseite, schön mit Feuer von dieser Seite her garen lassen. Ganz prima Geschichte. Also ihr seht, das ist nicht kein Hexenwerk, sowas zu bauen. Vor allen Dingen nicht, wenn man das vielleicht erstmal ausprobieren möchte. Hier nochmal von hinten der Blick. Und wenn es fertig ist, kann es rumgelegt werden. Das geht da ab. Und der Lachs ist im Prinzip servierfertig. Ja, ihr könnt das dann hier auch aus der Halterung rausnehmen. Das ist das Stück Holz. Das Brett ist hier im Prinzip in die Halterung nur reingesteckt. Also das kann auch im Prinzip rausgenommen werden und auf dem Tisch direkt serviert werden. So, ich wünsche euch viel Spaß und viel Glück. Wer Lust hat, das mal auszuprobieren, kann das ja gerne mal tun. Bis dann, tschüss.